Und da, wo ihr System, der Kapitalismus, scheitert, sollen wir uns weiter voneinander isolieren. Wir sollen unsere Jobs verlieren, aber unsere Mieten zahlen. Andere sollen Überstunden leisten, auf Löhne verzichten und ihre Gesundheit ruinieren. Wir sollen warten, monatelang, für ein bisschen Geld, das uns nach 70 Jahren Schuften in Deutschland doch eigentlich zustehen sollte. Wir sollen sterben, damit sie nicht in die Verantwortung gezogen werden. Denn eigentlich sollen wir nicht solidarisch sein, sondern im Angesicht ihrer Gewalt, die sich nicht erst seit der Corona-Pandemie zeigt, aber jetzt noch schlechter als je verhüllen lässt, die Augen verschließen. Das werden wir nicht tun. Von daher, liebe Organisatoren der ersten Mai-Demo in Berlin, vielen Dank dafür. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können, denn natürlich steht das Einstehen für Grundrechte für all die angesprochenen Themen. Ja, und Querdenken wird in letzter Zeit oft dafür kritisiert, dass unsere Demos nur Tanz- und Sing-Demos wären und das wäre kein Widerstand. Und dazu möchte ich aber Folgendes sagen. Der Staat möchte uns tanzen, singen und alle Treffen verbieten. Und es ist Widerstand, wenn wir uns gegen das wehren, das uns der Staat verbietet. Ja, nach den Demonstrationen in Stuttgart letztes Jahr hat mich eine Zeitung als Gandhi vom Neckar bezeichnet, weil ich daran glaube, und das ist auch meine Motivation, dass nur der friedliche Weg der richtige und einzige Weg ist. Ja, durch Freude leistet man Widerstand. Ihr dürft stark und positiv sein und dafür gibt es keinen anderen Weg, als eine schöne, freudvolle und lichtvolle Haltung zu bewahren. Das hat auch nichts mit Entfremdung, Weltfremdheit zu tun. Es ist eine Strategie des Widerstands. Wenn wir durch die Pforte gehen, bekommen wir eine neue Sicht auf die Welt, weil wir uns unseren Ängsten und unseren Schwierigkeiten gestellt haben. Und das ist auch alles, was wir momentan können. Die Gelassenheit im Sturm. Wir zeigen Widerstand durch Kunst, Freude, Vertrauen und Liebe. Es gibt ja vielfältige Arten des Widerstands, die sich jetzt entwickelt haben, egal ob es die spontanen Cafés sind, die ich gerade immer öfter sehe, wo ich mich über jedes Video freue, über das tolle Lied aus Frankreich, das Danse Encore, wo es übrigens auch inzwischen eine deutsche Version gibt, wo ich immer mehr Aufführungen sehe. Von daher kann ich euch alle nur ermuntern, dort auch aktiv zu werden und eben kleine Aktionen zu machen. Und es gibt ja auch gute Nachrichten aus den USA. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, wird jeden begnadigen, der im Sunshine State angeklagt wurde. Und ich möchte auch nochmal sagen, dass es wichtig ist, zwischen Aktion und Aktionismus unterscheiden, weil natürlich sind viele auch ungeduldig und möchten, dass wir schneller ans Ziel kommen. Aber ich sage immer, die Transformation dauert eben so lange, wie sie dauert. Und wer hätte denn gedacht, ich meine, wir können ja nicht einen Knopf anschalten und sagen, jetzt ist das Alte weg und dann ist die Frage, ist das Neue aus dem Nichts da? Nein, sondern das werden wir natürlich alle mitgestalten und das wollen wir auch alle mitgestalten, beziehungsweise ich wünsche mir, dass ihr das alles mitgestaltet. Meine Aktion ist eben sauber geplant und erzeugt auch Wirkungstreffer und Aktionismus verbrennt eben viel Energie und bleibt ohne Ergebnis. Und dazu gehört es eben auch, dass wir Niederlagen ertragen, so wie zum Beispiel am 29.08. bei dem Verbot des Querdenken-Camps oder auch, es gab jetzt wieder ein Demo-Verbot in Stuttgart. Wir gehen dann einfach den Weg des geringsten Widerstands und demonstrieren dort, wo es erlaubt ist und die Polizei zum Schutz der Versammlung verpflichtet ist. Ja,
Jan, ich möchte noch mal kurz das Querdenken-Manifest in Erinnerung rufen. Wir sind Demokraten, wir sind eine friedliche Bewegung, in der Extremismus, Gewalt, Antisemitismus und menschenverachtendes Gedankengut keinen Platz hat. Wir eröffnen Debattenräume und leben einen respektvollen Austausch. Querdenken steht für Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Liebe, Freiheit, Frieden und Wahrheit. Ja, wir sehen uns dann natürlich am 1.8. und am 29.8. in Berlin. Und wir halten uns natürlich auch daran, was die Bundesregierung uns vorschreibt. Machen Sie Urlaub im Inland. Ich selbst werde meinen Urlaub im August in Berlin verbringen. Es sind über den ganzen August in Berlin Demonstrationen angemeldet und die ganzen Querdenken-Initiativen sind auch dort, haben Versammlungen angemeldet. Also am 1.8. die Auftaktkundgebung, am 29.8. die Endkundgebung, beziehungsweise vielleicht bleiben wir auch einfach so lange in Berlin, bis die Bundesregierung zurückgetreten ist. Dann schließen möchte ich gerne mit den Worten: Die Zukunft gehört den Menschen, die ihrem Herzen folgen, egal was die Kritiker sagen. Denn es sind die Außenseiter, die die Welt verändert haben und die einen echten und bleibenden Unterschied machen. Und ich danke euch recht herzlich, Nürnberg, vielen Dank.